Ein atemberaubender Raum voller Wappen. Was hat es damit auf sich? Wir sind hier auf Schloss Hofhegenberg, um das Geheimnis des Wappenzimmers zu enthüllen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei LöwTV. Inmitten der zeitlosen Pracht dieses Schlosses verbirgt sich ein Juwel der Geschichte. Das atemberaubende, vollständig restaurierte Wappenzimmer. Ein Raum, der nicht nur als Vorraum zum Richterzimmer diente, sondern auch als Symbol für die Macht und den Einfluss, den das Schloss über seine Hofmark ausübte. Errichtet im 17. Jahrhundert und zuletzt im Jahre 1752 umgebaut, befindet sich das Wappenzimmer im Südflügel des Schlosses, halbwegs zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk über der Kapelle. Doch es ist nicht nur seine Lage, die dieses Zimmer so besonders macht. Die Wände des Raumes sind von Boden bis Decke mit Holzverkleidungen in lebhaften Farben versehen. Ein historisches Chronogramm schmückt fast 200 Wappen regierender Häuser, darunter des Heiligen Stuhls, Kardinäle, Fürstbischöfe und sogar des Kaisers. Doch nicht nur reale Wappen finden sich hier. Kreativ hinzugefügt wurden auch einige fiktive Wappen, die dem Raum eine exotische und kosmopolitische Ausstrahlung verleihen sollten. Es war offensichtlich wichtig, die Wartenden auf die Wichtigkeit des Gerichts einzustimmen und Ehrfurcht zu erzeugen. Extravagant in seinem Erscheinungsbild und aufwendig in seiner Illustration ist das Wappenzimmer der Inbegriff für edle, repräsentative Inneneinrichtung, Selbstgestaltung und Internationalität. Ein Raum, der heute als lebendiges Tor zur Geschichte dient und uns einlädt, in die Vergangenheit einzutauchen. Hier wird Geschichte zum Leben erweckt. Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.europeanheritageproject.com. Bis zum nächsten Mal.